Liebe Stuttgart-Freunde, herzlich willkommen zu dieser virtuellen Weinbergtour im Herz unseres Landes. Sie können mit Ihrem Smartphone oder Tablet ganz einfach nach oben oder unten oder mit dem Finger auf dem Screen durch die Landschaft zoomen. Und ich heiße Herbert Medek, erkläre Ihnen zunächst mal den wunderschönen Blick von Osten nach Westen hier in den Stuttgarter Talkessel hinein. Links davon der Fernsehturm, von links der Fernmeldeturm, der Polizeifunksender auf dem Reichberg, unten der Stuttgarter Hafen, auf der anderen Seite das Dach des Stadions, daneben das Mercedes-Benz-Museum, die Weinberge im Neckartal, ganz hinten das dunkle Hochhaus am Ortseingang von Ludwigsburg, das Hochhaus von Wüstenrot und ganz entfernt die Weinberge des Strombergs. Auf dem Württemberg steht die Grabkapelle für König Wilhelm und Königin Katharina. Und dort stand früher die alte württembergische Stammburg. Da schauen wir mal genauer hin. Seit dem 11. Jahrhundert stand hier die alte Stammburg der Württemberger. Die Burgkapelle wurde im Jahr 1083 geweiht. Auch wenn die Burg spätestens seit dem 16. Jahrhundert nicht mehr zum dauernden Wohnzweck genutzt hat, war es doch immer ein Mittelpunkt für die Württemberger, die sich hier getroffen haben. Es war zum Schluss der liebste Platz von Königin Katharina, Katharina von Russland, der Ehefrau von König Wilhelm I. Und als sie einen frühen Tod erlitt im Jahr 1819, hat er die Stammburg abbrechen lassen und durch seinen Hofarchitekten Giovanni Salucci entworfen, diese Grabkapelle im griechisch-klassischen Stil erbauen lassen, in der sie dann 1824 beigesetzt wurde. Er selber hat sie 40 Jahre lang überlebt, hat sich 1864 in diesem Doppelsarkophag aus Carrara-Marmor ebenfalls beisetzen lassen. Katharina von Russland war russisch-orthodoxer Religion und heute noch werden am Pfingstmontag russisch-orthodoxe Messen hier gelesen. Vor uns sehen wir diesen Hohlspiegel, in dessen Mittelpunkt Ulbach liegt und die Weinberge sich drumherum anordnen, wo die Sonne hineinknallt und die Blüte hervortreibt und später die Trauben zu einer vorzüglichen Qualität bringt. Wenn Sie sich umdrehen auf dem Bildschirm, sehen Sie noch ein Stück der Grabkapelle. Und so ist es in Stuttgart. Da gehört Wein und Geschichte eng zusammen. Stuttgart wurde das erste Mal erwähnt, 1229, in Bezug auf einen Weinberg. Der erste Bürger, der überhaupt, der erste Bauer, der erwähnt wurde, war ein Stuttgarter Wengerter im Jahr 1250 namens Butze. Und im 16. Jahrhundert hatte man in Stuttgart so viel Wein, dass man in Frankreich schrieb, wenn man zu Stuttgart nicht wegschüttete den Wein, würde die Stadt bald drin ersäufet sein. Tatsächlich, man hat die Fässer ausgeleert, um sie leer zu haben für den neuen Jahrgang. Und trotzdem, man konnte gar nicht alles trinken. Es gab eine Sozialgesetzgebung, wonach die bedürftige Bevölkerung bis zu 2 Liter täglich kostenlos bekam. Und in den Schulen teilweise wurde zum Schulfrühstück nicht die teure Milch, sondern der weitaus preiswertere Wein ausgeschenkt. Heute natürlich nicht mehr. Heute sind die Weine allerdings auch ein bisschen stärker und auch ein bisschen besser oder ziemlich besser, glaube ich, als in den historischen Zeiten. Wir sind ein Rotweinanbaugebiet. Unter den 13 deutschen Weinanbaugebieten gibt es nur 2, die Ahr und Württemberg, nicht Baden-Württemberg. Beide Landesteile haben eigene Weinanbaugebiete. Und in Württemberg sind es ungefähr 70% rote Sorten und 30% weiße Sorten. Und auch hier in diesen Weinbergen um Ulbach sind es entsprechend dieser Verteilung. Allerdings nicht mehr nur Trollinger, wie es früher mal gewesen ist, und Riesling, sondern auch im Zuge der Klimaerwärmung kommen moderne Sorten und pilzresistente Sorten immer mehr zum Anbau. Ja, da gehen wir jetzt hinunter
Man sieht den schrägen Weg vor uns. Die Weinbergwege sind nach der Rebflurbereinigung der 1970er Jahre geteert. Und so kann man ganz bequem nach Ulbach hinunter wandern. Wenn man in die Reben hineinschaut, sieht man die Gescheine, also diese kleinen Rispen, wo es schon aussieht, als ob die Beeren schon fertig oder dran wären. Das Ganze ist kurz vor der Blüte. Ich schätze mal noch 4, 5, 6 Tage, dann haben wir hier die Blüte im Weinberg für 48 Stunden. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Vielleicht, wenn Sie mal unterwegs sind auf unseren Weinbergtouren, können Sie das mal erleben. Ja, im Weinberg wird geschafft. Wir hören Traktoren, die spritzen. Das sind Fungizide, die da gespritzt werden, momentan wahrscheinlich gegen den Mehltau. Mit den Insektiziden haben wir heute eigentlich nichts mehr zu tun. Auch die Fungizide sind alle in keiner Giftklasse. Das ist alles heute streng biologisch, sodass da möglichst nichts passieren kann. Was haben wir für Rebsorten? Wir haben, wie gesagt, 70% Rotweinrebsorten und 30% Weiße. Bei den Roten ist immer noch der Trollinger, der Tirolinger, wie der Name sagt, vor 300 Jahren aus Tirol zu uns gekommen. Bei den Weißen ist der Riesling, aber natürlich im Kontext mit der Klimaerwärmung kommen immer wieder neue Rebsorten dazu, wie der Cabernet Blanc zum Beispiel oder die weißen Burgundersorten oder auch rote wie der Dornfelder oder in dieser Richtung. Etwas, was hauptsächlich dann auch pilzresistent ist, damit man darauf verzichten kann, solche Spritzaktionen künftig durchzuführen. Ja, wir stehen jetzt hier auf dem Weinbergweg, den wir vorhin von oben gesehen haben. Hier von der Grabkapelle sind wir hier runtergewandert. Wenn Sie auf Ihrem Screen wischen, dann sehen Sie hinunter nach Ulbach diesen wunderschönen Hohlspiegel. Und da habe ich ja versprochen, dass ich Ihnen dieses Teil hier noch mal etwas genauer erkläre. Wir haben die Kollegen gesehen, die mit der Spritzmaschine unterwegs waren. Das sind alles Fungizide, habe ich erzählt. Mit den Insektiziden, da haben wir kein Problem mehr. Die brauchen wir nicht mehr. Ein ganz großer Feind des Weinbaus war der Traubenwickler, ein Falter. Und dem haben wir überlistet mit diesen Verwirrerlis oder Pheromon. Kapseln kann man auch dazu sagen. Die verströmen den Duft des Traubenwicklerweibchens. Wenn dann das Traubenwicklermännchen durch die Weinberge flattert und sein Weibchen sucht, riecht alles überall nach Weibchen und er findet direkt keins. Pflanzt sich nicht fort, also wird nicht produziert. Kein Heuwurm im April, der die Blüte verhindert, kein Sauerwurm, der die kleinen Beeren ansticht und sie quasi zu Essig letztendlich verwandelt. Nur mit diesem kleinen Teil ist man auf biologisch ordentliche Art damit fertig geworden. Die Wurzeln selber, die sind auf amerikanischen Unterlagen gepflanzt, weil in Amerika hat die Reblaus keinen Schaden angerichtet. Und deswegen hat man aus Amerika Unterlagen hierher geholt, pflanzt unsere heimischen Rebsorten drauf und plötzlich will die Reblaus auch nichts mehr hier von Ihnen wissen, hier in Europa. Also das sind so die Kleinigkeiten, was die Insekten angeht. Aber wie gesagt, bei den Pilzen, da muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Wir sind Ulbach jetzt schon ganz nahe. Aber bevor wir vollends zum Weinbaumuseum gehen, möchte ich Ihnen noch ein wichtiges Messinstrument im Weinberg zeigen. Und das steht hier direkt vor uns, dieser Rosenbusch. Das ist ein Messinstrument für den Pilzbefall. Zum Beispiel, wenn ein Mehltaubefall im Weinberg vorkommt, bevor die Reben ihn haben, hat ihn die Rose. Wenn der Weingärtner weiß, hat die Rose den Mehltaubefall, dann muss ich meinen Weinberg schnell spritzen, damit er nicht übergreift. Wichtiges Messinstrument, deswegen gibt es fast in allen Weinbergen solche Rosenbüsche.
Ja, ein letzter Blick über Ulbach und dann gehen wir hinunter ins Weinbaumuseum. Am Ende unseres heutigen Spaziergangs steht das Weinbaumuseum in dieser wunderschönen, alten, großen Ulbacher Kelter aus dem Jahr 1906, bei der man nur eins vergessen hat, nämlich den Keller. Deswegen ist es heute keine Kelter mehr, sondern ein Weinbaumuseum und das schauen wir uns natürlich von innen an. Wir machen einen Kurzdurchgang durch das Weinbaumuseum, beginnen hier bei den Straßennamen, die in Stuttgart mit Wein verbunden sind, gehen weiter an der Weltkarte vorbei, Stuttgart und das Neckartal im Fokus und kommen hier schon direkt in medias res zu unserem Terrassenweinbau, Rebflurbereinigung, also alles das, was wir vorhin auf der Wanderung gehört haben, die Giftmischmaschinen und Spritzmaschinen früherer Zeiten sehen wir hier. Dann die Ausbreitung des Weins im Laufe der letzten 150 Jahre. Ja, und natürlich zum Feschbau oder wenn es gewittert, in einen Wengert gehört ein Wengerter Häusle. Und hier haben wir eine absolute Luxusausführung aus dem Jahr 1617. 1617 ist also jetzt mehr als 400 Jahre alt. Aber das war schon das Häuschen eines sehr vermögenden Wengerters, keines einfachen, so gemauert, wie es ist. Auf der einen Seite die Rebsorten, auf der anderen Seite die Weingärtnerarbeit im Jahresverlauf, angefangen vom Schneiden über die Bodenarbeiten, über Spritzen, alles das, was wir jetzt auch gehört haben. Dann gehen wir unter dieser großen Torkelpresse hindurch, in der in einem mehrstündigen Vorgang früher die Trauben, das Lesegut gepresst wurde. Daneben sieht man, wie es die alten Ägypter gemacht haben, mit so einem Rad, das hin und her gerollt wurde. Und so kommen wir vor diese großen, ungefähr 3.500 Liter fassenden Fässer, die wunderschöne Schnitzereien haben. Vom Stuttgarter Rathaus, hier Modell 1905, bis hin zu verschiedenen Texten und Sprüchen, die man früher so eingeschnitzt hat. Zwischenzeitlich in den letzten Jahrzehnten gab es so eine Stahltankphase. Heute ist der Barrique-Ausbau wieder ein ganz wichtiges und interessantes Thema. Aber auch mancher im Stahltank ausgebaute Wein wird noch ein halbes Jahr in ein Holzfass gelegt, um ihn ein bisschen zu reduzieren und das Bouquet noch viel kräftiger zu machen. Tja, liebe Stuttgart-Freunde, das war schon die Weinbautour von der Grabkapelle auf dem Württemberg hinunter zum Weinbaumuseum in Ulbach. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Am besten Sie machen es selber mal und schauen sich das alles hier ganz genau an. Schauen Sie nach unseren Touren unter stuttgart-tourist.de. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mit mir eine Tour machen und ich Sie da persönlich kennenlernen könnte. Dankeschön.